Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Köps. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und ich fahre jetzt zum Feld Nummer 3. Wir werden den Dünger verarbeiten und dann kaufen wir beim Händler entsprechend also einen Dünger mit ohne Kalium, ohne Phosphor, aber mit Kalium und mit Stickstoff. Die Möglichkeit mehr Stickstoff als Kalium, weil das mehr gebraucht wird. Dazu fahren wir geradeaus. Den Weg, wo ich mich auskenne, muss da ankommen werden. Ja. Unser Helfer macht auf Feld 5. Noch fleißig weiter, hoffe ich mal. Dass er heute noch fertig wird. Falls es Probleme geben sollte, ne? Wegen, ja. Wegen, na. Wegen der KI, dass er entsprechend beim Speichern und Laden weitermacht. Bei Feld 1 und Feld 7 hatte ich immer Probleme gehabt. Da hat er einfach aufgehört. Nach dem Laden war der Meinung, ist fertig. Ist ja halt mal so. Und wenn man es weiß, kann man das entsprechend eintakten. Man sagt, okay, man spielt halt ein bisschen länger. Ne? Dann kann der abschließen, dann ist erledigt. Ja, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Bald muss ich heizen. Aber die Woche nicht. Computer heizt genug. Und geht dann sowieso ins Bett. Ne? Von daher, solange die Raumtemperatur bis zu 20 Grad ist, okay. Wenn er jetzt theoretisch 19 Grad wäre, dann würde ich aber nur stoßweise heizen. Meine Erfahrung ist gewesen, dass wenn ich jetzt immer konstant Thermostat einstelle, manchmal auch auf Zeit noch, meinetwegen noch bei Schicht, ist mir so blöd, weil ich müsste jede Woche umstellen, ne, und sprechen, und das mit der Einstellung her ist analog noch, Anführungszeichen, das ist, wenn die Zeit genau richtig trifft, ist nicht so einfach. Dann ist es früh eh zu kalt und zu spät ist. Ja, und das Problem mit der Einstellung ist eigentlich das, bei der Heizung, dass ich immer, da geht die Heizung an für 10 Sekunden und dann geht es wieder aus. Und das funktioniert nicht. Also, da kann nicht sein, dass das warme Wasser von dem System in die Heizung reinläuft. Ich krieg aber die Abrechnung dafür. Ne? Und ich spüre nichts von der Wärme letztendlich. Deswegen heize ich immer ungefähr 1-2 Stunden abends. Bis ich merke, der Fußboden wird angenehm warm und dann schalte ich aus. Er gibt ja die Wärme ab mit der Zeit immer noch. Also von daher maximal 2 Stunden. Das muss genügen. Dann mache ich sowieso jetzt in nächster Zeit mal nur Bad an und alles andere lasse ich noch aus. Weil hier, wo ich sitze, da brauche ich eh keine Heizung. Weil es eh warm genug ist. Andere Räumlichkeiten, ja gut. Ja, bei den Gaspreisen aktuell so rumspielt, kriegst du denn die Rechnung entsprechend im Frühling, also im Juni krieg ich ja Abrechnung von der Heizung. Ich muss noch gar nicht mal im Frühling. Bei mir ist jetzt, kommt der Zettel für die Heizung praktisch zu Silvester. Und dann muss ich bis 10. Januar abgelesen haben. Ja gut, mit der Uni so getragen, wenn ein Tag später ist. Aber, also wird dieser Gaspreis zurzeit noch nicht so sehr bei mir bemerkbar machen. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall. So, bevor wir nehmen. Ich wollte die Aussaat machen, nicht? Ich wollte die 136 Liter Aussaat durchführen. Also, nochmal zurück. Ja, ich bin vom Thema abgeschweift und schwupps, habe ich das verdüst. Ja, macht auch nichts, nicht so tragisch. Wir haben ja nicht so viel Felder, ne? So ist das nicht ganz so tragisch. Ja, so ist das halt, ne?
Jo, ist so. Aber wie gesagt, deswegen Heizung jetzt noch sparen. Ich bekam die ganzen Jahre mein Geld zurück. Das wird dieses Jahr schwierig, wenn ich jetzt schon früh heizen muss. Also gut, wenn draußen Minusgrade sind und also frieren werde ich auf keinen Fall. Wo ich sag mal, in der Woche, wenn ich jetzt theoretisch ja, ein paar Stunden zu Hause bin, da kann ich auch theoretisch ganz gut ja darauf verzichten, wenn die Temperatur nicht extrem tief ist. Ne? Hoffe ja, dass meine Nachbarn entsprechend heizen und die Wärme bei mir rüberkommt. Weil ich wohne mich genau in der Mitte. Ich habe nur ja, die Außenwände habe ich auch. Wie alle anderen auch, aber ich habe keine über mir eine Wohnung, unter mir eine Wohnung. Also Decke und Dach ist eigentlich habe ich keinen Kontakt. Ansonsten zur Nachbarin habe ich auch noch eine Innenwand, ne, die auch geheizt wird. Ich muss nur zuheizen, wenn ich merke, oh, es geht unter 18 Grad, dann muss ich auf jeden Fall. Aber wenn 20 Grad in der Woche auf keinen Fall, am Wochenende, dann mache ich eher mal Heizung an. Aber wie gesagt, ich werde mal demnächst auch mal einen Vogel kaufen, ne? Für Essen, ne? Wenn ich Glück habe, kriegt man eine Ente. Eine Gans ist mir zu groß. Gänse hatten wir neulich gehabt, nicht im Angebot, aber im Verkauf, tiefgefroren. Aber die waren mir echt zu groß. Auch wenn es nicht so teuer war, mit 10 Euro, trotzdem, die Gans ist ja, ja. Hat zwar viel von der Größe her, aber leider ist da nichts dran. Eine Ente mit dem gleichen Anteil hat mehr dran, ne? Also Fleisch und so. Ne? Wenn es ein Erpel ist, eine Ente wiederum auch wenig dran. Ne? Vielleicht muss man Dünger verarbeiten. Hat er kein Allrad? Ah, nee. Bremse. Kein Allrad, merke ich gerade. Der Hinterrad dreht durch. Vorne gar nichts. Differentialsprecher. Allrad anschalten. So. Drehen wollen wir nicht. Okay. Jetzt sehen wir beide die vorderen. Bergauf ist mir gerade schon zu merken. So, X aufklappen. Dann gehen wir auf E, die Einstellung. Schalten Dünger auch ein. Und das erhöhen wir auf 100. Und 125. Wie gesagt, hier ist Phosphor zu viel schon drauf, also knapp drüber. Aber eine Spur wird jetzt verarbeiten. V. Und Gas geben, Junge. Gucken, da geht beides weg. Also ein, zwei Spuren. Halt. Den stellen wir ein hier. Und Lenkung. Und wir müssen ein bisschen nach rechts übergehen. Wenn wir nach vorne fahren. Und dass wir hier dann ein bisschen korrigieren, natürlich nicht ganz so extrem. Ja, das passt so oben, kommen wir genau hin. Lenkung an, ja. Wichtig, dass wir hier unser Dünger für Arbeit bekommen. Scheint doch ein bisschen länger zu reichen, also möchte auch nicht übertreiben, ne? Also wie gesagt, Dünger muss verarbeitet werden, aber übertreiben will ich auch nicht, weil es sieht eigentlich ganz gut aus. Feld 3, bis auf Kalium ist es ein bisschen schlecht.
ganz gut normalerweise. Wie gesagt, das muss. Da oben sind Sträucher, ja. Wir fahren bis am Feldrand. Anders geht sowieso nicht. Solange wir keine Sträucher haben, können wir rumfahren. Nehmen wir die zweite Spur wieder. Hauptsache nächste Woche zur Folge, das hatten wir vergessen. Das ist meistens so. So, wir sind. Ja. Ja, das ist ein Heizkasten, ne? Also Strom ist ja auch schon gestiegen, Anführungszeichen, aber wie gesagt, ich habe nochmal meinen Vertrag verlängert um ein Jahr. Aber heute habe ich so mal gehört, die Strompreise werden an der Börse gehandelt. So wie Gas. Und die Erhöhung wird sich dann spätestens dann im nächsten Jahr auswirken. Weil wenn die nachkaufen müssen, im Prinzip werden die Preise umsetzen an den Kunden. Das ist also. Bei mir wird es dann schlussfolgernd im Oktober im nächsten Jahr in die Höhe schnellen, wenn es nicht vorher ein Wunder passiert. Aber ich glaube eher nicht, das ist irgendwie gewollt. Das ist in Deutschland noch schlimmer wie in Österreich, denke ich mal. Die Utopisten hier, die Grünen, glauben ja an den Klimawandel durch den Mensch gemacht. Ich persönlich glaube nicht an Klimawandel in dem Sinne. Bestenfalls an Wetterveränderungen. Und aber auf keinen Fall vom Mensch gemacht. Also vom Mensch gemacht ist er garantiert nicht. Dazu sind mir die Beweise zu gering. Wenn sie alle sagen, sie sind vom Umweltschutz, dann bin ich dafür. Das kann natürlich auch ein Einklang so sein mit dem angeblichen Klimawandel. Wenn jeder sagt, ich spare ein bisschen ein, ist okay. Ne, also Autofahren und so kann man ja natürlich einsparen. Man muss ja nicht gegen Kujudel, ne. Aber solange die Millionäre in den Weltraum fliegen können mit privat für 4 Tage, garantiert. Das oder jetzt auch überhaupt den Tourismus für Weltall ermöglichen. Ja, tut mir leid, ich sage, das Pöbel soll sich dran halten und die Herrschaft, die Kohle haben, die sollen sich dann kümmern sich halt nichts darum. Ne? Also wenn die schon Moral predigen, dann sollen sie entsprechend das für alle Geld machen. Was viel wichtiger ist, dann sollen sie auch den ganzen Schiffsverkehr von und weg von China einstellen. Dann können sie vor Ort produzieren, dann brauchen sie das nicht mehr hinschleppen. Ich weiß gar nicht genau, was man gehört habe, dass Kupfer hier hergestellt wird. Und die können es hier noch ein bisschen besser als die Chinesen von der Reinheit. Und dann bringen sie die Waren, die fertig hergestellten Waren zu uns. Also ich bin da eher der Meinung, dann sollte man hier auch vor Ort herstellen. Und dass man im Prinzip keine Güter, keine Massenwaren, wie Fernseher, Computer, muss nicht hier, kann auch hier gemacht werden. Waschmaschinen aus Südkorea zum Beispiel, das kann man auch hier herstellen. Kann ja der Koreaner ja machen in Europa, kann ja ein Werk errichten. Ist ja wohl das Problem. Fühlt sich garantiert ein Land, wo man das machen kann. Innerhalb der EU muss ja nicht überall hier ein Land gemacht werden. Kann man ja in Nähe der Grenze machen, da kann man überhaupt links und rechts versorgen, ne? Ist ja so. Ja, die Franzosen haben wir schon beantragt und den Spiel Gedanken gebracht mit mehr Atomkraft.
errichten. Aber gefördert vom Steuerzahler. Durch der Meinung, nö. Wenn einer meint, er kann damit Geld verdienen, soll er auch privat riskieren. Oder er muss die Fördergelder hinterher zurückzahlen. So einfach ist es. Das kann ja nicht sein. Das Risiko wird dann auf die breiten Schulter getragen von einem allgemeinen kleinen Steuerzahler. Und wenn er die Gewinne sprudeln, dann heißt das, nee, oder das ist privat. Bin ich strikt dagegen. Wenn, dann müssen sie Fördergelder hinterher zurückzahlen. Wenn sie der Meinung sind, allein können sie riskieren, habe ich kein Problem mit, dass man geholfen wird. Aber wenn hinterher Gewinne eingefahren werden, dann soll man auch entsprechend dann auch daran denken, dass man das Geld an den Steuerzahler zurückzahlen sollte. Oder an den Staat. Dass man die Steuern halt entsprechend nicht mehr erhöhen muss. Das gleiche mit dem Tesla. Der baut ja ein Riesenwerk in Brandenburg und lässt sich fleißig fördern von der EU, vom Staat, vom Land. Also vom Bundesland und vom Bund. Geht glaube ich auch schon in Milliardenhöhe. Ja, da bin ich aber strikt dagegen. Der erste Milliardär kann entsprechend auch alleine was machen. Ne? Kann man gerne helfen anfangs. Aber später heißt es, Fördergelder zurückzahlen. Jetzt kommt ja die CO2-Steuer. Da bin ich ja gespannt, was da kommt. Was dann entsprechend fällig wird. Da wird garantiert Beheizung auch noch was aufgeschlagen. Wo Erdgas eigentlich Anteil an CO2 geringer ist. Man muss wissen, Erdgas ist der Kohlenstoffanteil gering. Und daher kann auch der CO2-Anteil nicht so hoch sein. Beim Auto ist mir das wurscht. Ich muss zum Glück nicht weit fahren. Also der Brauch ist moderat, hängt von der Fahrweise ab. Ja, reicht doch ganz schön weiter, Dünger, ne? Ja, da ist man halt mal so, ne? Mal sehen, wie es aussieht, ne? Optisch. Ob das. Oh, ich sehe gerade so, liebe Schauer. Das sollte auch schon heute gewesen sein. Wir wollen nicht so lange machen, das. Die Quote bei YouTube ist immer so ungünstig. Ja, dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter, hier am Montag, zur neue Woche. Ja, ich wünsche noch mal einen schönen Restsonntag, vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder, am Montag. Ja, ich weiß, am Wochenende schauen mehr, ist so. Aber ist okay, wenn jemand arbeiten muss, ist man keine Zeit, ne? Halt so, ne? Ist halt so. Total. Aber man kann ja auch später anschauen, ne? Dann läuft es ja lang, ne? Wer möchte, macht es, und wer nicht, ist auch okay. Tschüss.